Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Es geht munter weiter mit den Finalveranstaltungen. Der Chalkernaut steht als nächstes an und der zählt ja zum Festival von Rush. Und Rush ist ja das PR-Festival und deswegen dachte ich mir, ja, um sich da ein bisschen einzufahren, ja, mache ich einfach eine kleine Wegbereiter-PR-Stunt-Challenge. Denn im kurzen Beschreibungstext des Chalkernauts steht der ultimative Wegbereiter. Also vielleicht ist es gar nicht so ein riesen Querfeld-Einrennen wie der Titan, sondern es ist einfach ein riesen Wegbereiter, den ich hoffentlich so nicht veranstalte. Das war nicht gut. Aber es ist ja noch die Probe. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Du weißt es vielleicht sogar schon, weil du es schon gespielt hast. Vielleicht aber auch nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall jetzt angucken in dieser Folge, so wie es ja auch angedacht war. Und es hat jetzt ja nur zwei Sterne gegeben. Ohne den Überschlag hätte es vielleicht gereicht. Naja, müssen wir einfach mal so stehen lassen. Ich würde sagen, ich bin warm. Ich habe mich im Übrigen jetzt für den Bronco R entschieden und nicht wie vor ein paar Folgen, wo ich auch ursprünglich den Bronco R nehmen wollte, es dann aber doch nicht getan habe, weil ich ja den Bronco R Willkommenspaket-Gedönse hier irgendwo habe. Der natürlich cool ist, der sogar eigentlich besser als der Serien-Bronco R, aber ich will irgendwie eher den normalen fahren, deswegen habe ich mir den jetzt einfach gekauft. Ja, diese 250.000, was er da kostet, ich glaube nämlich, der normale kostet nämlich auch so viel oder hat auch so viel Wert, ja, das habe ich doch gerne ausgegeben, auch wenn ich jetzt kein Millionär mehr bin. Ich muss irgendwann anfangen, doch auch wieder mal ein bisschen Geld zusammenzubekommen, aber gut, es ist halt so. Egal. Also, ich würde aber sagen, lang genug geschnackt, es wird Zeit, dieses XP-Schild mitzunehmen. Und dann den Chalkernaut endlich freizuschalten. Ich gucke mal, wo das ist. Ist das Eier hier? Das kriegen wir hin. Da so zwischen rein. Klunk. Sehr schön. Dann, ja, schalten wir ihn frei. Ich bin gespannt. Rush. Pair. Siehst du, da steht nämlich ein epischer Mega-Wegbereiter in ganz Mexiko. Das bin ich echt gespannt. In Horizon 4 auf Fortune Island war es ein Rennen. Aber das Symbol sieht schon auch so ein bisschen. Ihr merkt schon, ich will mich vorher schon drauf entscheiden. Ich bin auf alles gefasst, aber mal gucken. Vielleicht ist es wirklich einfach nur ein XXL-PR-Stand. Wäre irgendwie lustig. Wir finden es jetzt raus. Ein Juggernaut, kommt sofort. Ich sag Jay, dass er sich Mühe geben soll. Ja, du hast es geschafft. Horizon Rush ist abgeschlossen. Jetzt entschuldige mich. Ich habe ein Date mit ein paar Driftzonen. Okay, dann würde ich sagen, den Weg sparen wir uns kurz mal, weil das auch hier oben startet. Neben dem Titan. Wegbereiter statt 100 Sekunden. Es ist wirklich ein XXL-Wegbereiter. Okay. Uff, okay, das ist ja krass. Okay, wo ist dann das Ziel? Irgendwo. Egal, wir werden es rausfinden. Ich würde sagen, ich port mich da mal hoch und dann bin ich ja mal gespannt. Okay, das ist krass. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber da bin ich auch mal gespannt, ob ich überhaupt ein Fahrzeug habe, was stark genug ist. Weil der Bronco ist zwar nahezu voll aufgebaut, aber trotzdem nur A730. Ja, egal. Wir probieren es einfach mal. Ich lege die ultimative Wegbereiterstrecke fest. Also, genau genommen setze ich nur zwei Ziele und du legst die ultimative Strecke fest. Das wird krass. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Wir probieren es. Ansonsten, wir können ja mehrere Versuche machen heute. Vielleicht bleiben wir auch nicht beim Bronco R. Schauen wir einfach mal. Let's go. Wo es mich jetzt hinführt. Auf jeden Fall mal runter vom Vulkan. Ich habe 100 Sekunden Rest, ne, für maximal. Okay, bin gespannt. Wo ist das Ziel? Das Ziel ist... Kann ich kurz auf die Karte gehen, weil das würde mich jetzt interessieren. Sieht man das? Ah, da hinten. Uff, da hinten. Oh Gott, wie komme ich da hin? Also ich fliege jetzt hier runter erstmal und dann kurz über die Autobahn und dann... Ach egal, ich versuche einfach den direkten Weg, mal gucken, wo ich rauskomme. Optimieren können wir immer noch. Zum Beispiel diese Felsen nicht mitnehmen. Let's go, let's go, let's go. Okay, das ist halt echt ein riesen PR-Stand einfach. Da wäre halt natürlich auch cool gewesen, sie hätten... so eine Kombination gemacht, so, ne? Man muss in einer gewissen Zeit Driftzone, das, jenes, dieses, und dann gibt es so eine zusammengerechnete Zahl. Aber okay, sowas ist auch okay. Damit habe ich ja echt nicht gerechnet, dass es sowas ist. Also, irgendwie habe ich es trotzdem vermutet, weil der Beschreibungstext es so ein bisschen hätte verlauten lassen, aber am Ende des Tages habe ich trotzdem nicht mitgerechnet. Okay. Okay, aber jetzt, okay.
Ich sag's mal so, der Titan ist auch nicht viel länger. Ja? Ja, ein bisschen enttäuschend. Titan habe ich echt ein bisschen mit einem längeren Querfeld einrennen gerechnet. Ja, okay, ich glaube, ich bin halt echt ein bisschen zu langsam. Ich meine, ich bin noch nicht mal über die Autobahn drüber. Und der Großteil kommt ja jetzt erst noch. Mit 3 Sterne sehe ich mich da gerade nicht. Vorsicht, Bäumchen. Nur gestriffen. Ja, ansonsten müssen wir es gleich nochmal probieren mit einem anderen Fahrzeug, mit vielleicht etwas schneller. Vielleicht nehmen wir dann nochmal unseren Titan Warrior von der vergangenen Folge. Nein! Oh, das sah so dünn aus, das Ästchen. Okay, ich will es jetzt erstmal überhaupt schaffen. Also das mit 100 Sekunden Rest sehe ich, glaube ich, gerade nicht. Es ist noch eine gute Minute, aber trotzdem. Straße da rechts, oder? Ja, das muss besser. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich sogar mit dem RS200 hier gute Chancen habe. Der ist jetzt im Gelände auch nicht verkehrt. Das ist halt schnell, ne? Das ist halt der Punkt, den er hat. Seine Habenseite. Aber jetzt gucken wir mal. Die letzten 2,5 Kilometer. Ich gehe wieder ins Feld rein. Mit der Gefahr natürlich jetzt voll gegen den Baum zu klatschen. Ja, okay, gut. Dann keine Chance. Oder? War doch mal alles kaputt gefahren, dachte ich. Ja, okay, das ist der perfekte Weg. Also ich denke, man muss da sich auch eine gute Taktik überlegen, welche Route man fährt am Ende des Tages. Uff, jetzt wird er unkontrollierbar. Ja, da vorne ist das Ziel. Okay, das ist schon machbar. Ein bisschen schnelleres Fahrzeug. Ich probiere es nochmal. Eigentlich wollte ich hier das nicht fahren, aber weil das Willkommensfahrzeug doch ein bisschen stärker ist, probieren wir es nochmal einfach mit dem Bronco Willkommensfahrzeug. Aber jetzt, wie gesagt, ich will es erstmal überhaupt schaffen. Dann können wir immer noch die 3 Sterne anstreben. Ja. Ist ja auch okay. Dann haben wir auch eine kleine Challenge heute. Dann ist auch nicht sofort vorbei. Das wäre jetzt schon vorbei. Das wäre ja auch irgendwie lame. Wir müssen da auch noch hochfahren, oder was? Na klar. Okay. Aber das ist jetzt weniger so. Das war großartig. Nimm dir eine Sekunde, um das zu würdigen. Gut, und jetzt nochmal. Du kannst das sicher noch schneller. Ja, würde ich auch behaupten, dass ich das schneller kann. So, aber erstmal drehen wir am Rad. Vor Freude, natürlich. Ja. Da haben wir noch schon das halbe Geld wieder drin. Okay, das Tuning hat auch noch ein bisschen gekostet, aber komm, das ist ja nicht so schlimm. So, okay, dann würde ich sagen, wir ja, wechseln tatsächlich nochmal. Fällt nicht auf, oder optisch das gleiche Fahrzeug. Ja, so ein bisschen stärker. Vielleicht können wir den auch noch tunen, oder? Weil Power ist halt echt unersetzbar eigentlich, aber wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal, was man da tatsächlich tunen könnte. Ich meine, zurücksetzen kann ich den ja immer noch, ne? Wenn ich den jetzt zurücksetze, dann... Na, genau, ist ja die Basis so. Wir können natürlich einen anderen Motor. Gut, hätte ich beim anderen auch können. Na, da könnte man jetzt ja auch den Funko-Motor oder so einbauen, aber... wir bleiben mal so. Okay, meine Leistung könnte ich nicht ändern. Reifen, ja gut, das ist aber alles nicht relevant, würde ich sagen. Ja, okay, nee, der ist so, wie er ist. Aber er ist auf jeden Fall schneller. Ich probiere es nochmal mit dem. Ich will es einmal mit dem Bronco R schaffen. Wenn ich es nicht schaffe, dann probieren wir es nochmal mit dem Titan Warrior. Ne, mit dem RS200 will ich es dann nochmal probieren. So, okay. Aber lass doch nochmal eine Taktik überlegen. Wie kommt man hier am besten rüber? Hier ist halt alles offenes Feld. Das passt soweit. Hier muss man irgendwie gut rüberkommen. Und dann ist es gar nicht... Achso, ne, hier muss ich hin. Ja, man muss halt so wenig Wald wie möglich. Aber ich glaube, so schlecht war die Route nicht. Das Auto war einfach nur in der Summe zu langsam. Und ich habe einen Baum zu viel geküsst. Das kann man, glaube ich, schon mal so sagen. Ja? So, komm. Auf geht's, komm. Er ist ein bisschen schneller jetzt. Hoffe ich zumindest mal, dass er das ist. Ein paar mehr, der muss schneller sein. Ich habe bei der Corvette etwas nachgeforscht. Komm her und hör dir die Geschichte an.
Jetzt nicht. Also wieder richtig viel Schwung mitnehmen. Ist eh so geil von einem Vulkan hier runterballern. Vielleicht deutlich früher auch Straßen mitnehmen, aber es ist nicht so viele Straßen, die zielgerichtet dahin führen. Würde ich behaupten. Ja, wir sind mal auf jeden Fall was anderes. Also schreib gerne mal in die Kommentare, wie du zu dem Finale stehst. Ich meine, passt ja eigentlich dann zum Festival, weil es ja halt das Festival des Erstens ist. Keine Ahnung, was für eine Auszeit ich gerade geschafft habe, aber ich hab's geschafft. Bin ich jetzt wirklich schneller? Ich weiß es nicht. Bin da nicht so sicher. Der Fels ist ja fies. Oh, komm. Ich nutze mal Flashback. Ich glaube, das geht trotzdem. Das ist einfach so ein riesen Fels mitten im Weg. Wer hat da denn der hingelegt? So, einfach hochgepackt, ganz easy. Oh ne, Bäumchen. Ich hab keinen Bock auf Bäumchen. Oh Gott. Ich glaube, das ist dieselbe kleine Waldstück wie vorhin. Jetzt muss ich aber mal hier ein bisschen weiter rechts zu sein, dass ich früher auf diese eine Straße komme. In der Theorie zumindest mal. So, 100 Sekunden noch. Nicht viel schneller, glaube ich. Es nimmt sich fast nichts. Aber wir werden es sehen. Abgerechnet wird am Ende. Ich muss halt trotzdem durch dieses Waldstück durch. Das ist das Hauptproblem. Oh nein, das ist eine Brücke. Das habe ich nicht gesehen. Das ist doof. Aber geil, wir sind trotzdem auf dieser Straße. 80 Sekunden noch. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Bleib noch mal ein bisschen auf der Straße und fahr dann als da vorne rechts rum. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Wir müssen jetzt erstmal da ein bisschen darüber kommen. Hier nix. Jetzt hier vielleicht rechts hoch, oder? Versuch's mal. Und eben ist halt, sind die Bäumchen halt, ne? Die werden halt. Ja, geil, der erste Baum. Aber das ist auch super dicht alles hier. Also da durchzukommen. Okay, pass mal auf, ich mach's anders. Ich fahre links nochmal ein Stück und versuche das zu umfahren, wenn es geht. Da vorne ist ja auch so eine Straße nochmal. Deswegen hoffe ich, dass hier nicht ganz so viel Wald ist. Ja, ist schon mal deutlich besser. Aber hier wird es schon wieder problematisch, oder? Doch, ich bin irgendwie durchgekommen, aber spätestens hier wird es jetzt wirklich kritisch. Ja, das sah aber ganz gut aus. Das wird knapp, aber es könnte diesmal echt klappen. Wenn jetzt kein Baum sich auf einmal in den Weg stellt. Oh, immer diese Ends. Oh Gott, das wird knapp. Das wird super knapp, das wird super knapp, das wird super knapp. Aber wir müssen vielleicht schon mal ein bisschen besser da anfahren können. Komm da rum. Nein, das ist der falsche. Aber es könnte trotzdem reichen noch. Komm, 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 komm. Wie knapp, wie knapp, wie knapp. Ja! Die Fans sind begeistert von deinen Wegbereiterfahrten. Sie sehen dich zwar nur am Start und am Ziel, aber das scheint sie nicht zu stören. Was für eine Fahrt. Wenn ich nur halb so schnell, halb so viel von Mexiko sehen würde wie du, wäre ich schon glücklich. Was sagt unser Lieblingssuperstar über den eigenen Namen in Leuchtschrift? Bin sprachlos. Witzig. Du redest mehr als alle anderen Horizon-Fahrer, die ich kenne. Aber weißt du was? Ich würde sagen, du bist noch nicht fertig. Die Festivalspielliste steckt voller exklusiver Belohnungen und Fahrer, die alles geben würden, um gegen eine Legende wie dich zu fahren. Ich glaube, du hast es geschafft. Komm besser gleich her. Du bist in der Ruhmeshalle. Ja, das ist ja nice. Ja, da haben wir es nämlich schon deutlich vorher geschafft, bevor wir überhaupt den Marathon und das Goliath-Rennen gefahren sind. Und ich habe, glaube ich, in der letzten Folge immer Kolossus gesagt statt Goliath. Ja, habt ihr eh wahrscheinlich zuhauf in die Kommentare geschrieben, dass ich es verkackt habe. Natürlich bin ich den Kolossus schon längst gefahren. Ich habe es echt verwechselt, ey. Oh. Ja, kann man auch ein bisschen durcheinander kommen, ja. Ich habe das Richtige gedacht, das Falsche gesagt. Das kann halt mal passieren. Ja. Aber, nee, natürlich, Goliath fehlt da noch. Beeil dich, sonst behalte ich ihn. Was? Da fliege ich ja fast schon von der Brücke. Das war ich so nicht geplant.
Ja gut, dann haben wir das ja aber trotzdem schon mal erledigt. Ich weiß nicht, sollen wir dann die Ruhmeshalle jetzt schon besuchen oder sollen wir... Ja, kommen wir eigentlich, oder? Wir haben jetzt eh das schon gemacht. Ich meine, wir sind drin, ist ja egal, was wir haben. Ist auch mal okay. Kann man sagen. Dann, ja, besuchen wir die halt mal, die Ruhmeshalle. Dann, fahren wir da mal hin. Aber dann würde ich sagen, dann zelebrieren wir das so, wie wir auch begonnen haben, so ein bisschen. Wir nehmen den Toyota Supra vom Anfang und fahren da einfach mal hin. So ganz cool, ganz chillig. Ja, aber finde ich schade eigentlich, dass man da vorher schon reinkommen kann. Dass es halt nicht heißt, okay, die Bedingung muss sein, du musst alles freigeschaltet haben oder sowas. Aber okay, so ist es jetzt halt. Vergessen, das Nummernschild wieder anzubringen. Das habe ich nämlich weggemacht beim Hoonigan, weil der irgendwie so doppelt gemobbt ist, Nummernschild hat. Nicht mehr kann ich fahren in die falsche Richtung. War alles geplant. Wollte so einen geilen U-Turn machen. So klar. Ja, dann gucken wir uns das doch mal an. Wir sind in der Ruhmeshalle. Ja, das ist ja eigentlich das große Ziel der Karriere, aber das ist natürlich noch lange nicht, dass wir fertig sind. Wir haben noch so viel zu tun. Aber sowas von. Willkommen in der Ruhmeshalle. Heim der größten Fahrer in der Geschichte Horizons. Aber weißt du was? Ich würde sagen, du bist noch nicht fertig. Die Festivalspielliste steckt voller exklusiver Belohnungen und Fahrer, die alles geben würden, um gegen eine Legende wie dich zu fahren. Du hast es geschafft, aber warum aufhören? Es gibt immer noch mehr zu tun. Okay, cool. Ruhmeshalle, Bestenliste. Okay, dann kann man jetzt gucken. Ich will dich ja nicht gleich wieder in den Wettbewerb schicken, aber im Gegensatz zu anderen Ruhmeshallen ist unsere gewertet. Du lässt diese anderen Namen doch nicht über deinem stehen, oder? Ah, okay, da kann man jetzt ja gucken, wer wo wie irgendwie ist und so weiter. Ja gut, da werde ich als Let's Player sowieso nie die Chance haben, irgendwie oben. Also so suchten werde ich auch nicht. Ich suchte anders, das ganze Game. Das wisst ihr ja auch, oder ihr werdet es kennenlernen. Aber ja, okay, cool. Dann gibt's halt immerhin sowas, ist ja auch okay. So. Ja, wunderbar, dann, haben wir das tatsächlich schon ein bisschen vorher geschafft mit der Ruhmeshalle, ist ja aber auch nicht schlimm. Ich ändere trotzdem am Plan nichts, denn das nächste Ziel ist natürlich der Marathon fahren. Und dann natürlich den Goliath fahren. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen was bei den Stories zu erledigen. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Also da gibt es ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und apropos Stories, eigentlich schalten wir doch jetzt bei den Stories die letzten Kapitel frei, oder? Sollen wir das einfach mal testen und die mal besuchen, was sie jetzt sagen? Wenn wir jetzt hier irgendwie die Stories freigeschaltet haben oder so. Gucken wir doch einfach mal. Moment, ich gehe mal kurz hier auf Stories. So. Und dann gehen wir doch vielleicht mal zum Rasen geboren Story, oder? Ja. Tritt gegen Tristan in einem Straßenszenenrennen an. Ja. Ist doch cool. Wobei Straßenszene ist ja eher dann was Cooles, was ja irgendwie passen würde zur nächsten Folge, wenn wir dann den Marathon fahren. Das, ja, große Rennen der Straßenszene. Dann machen wir doch vielleicht... Was machen wir denn? Das ist doch in der Nähe hier, oder? Die Filmgeschichte, V10. Dann machen wir das doch mal. Okay, es geht weiter. Komm her, wenn du kannst. Noch ein Stunt? Ich bin gleich da. Da muss ich natürlich wieder mit dem Auto kommen, was auch ein 410 hat, auch wenn wir das natürlich schon mal hatten. Aber, okay. Ja, die Folge habe ich eigentlich ein bisschen mehr anders vorgestellt. Aber hey, man musste halt natürlich auch mit sowas rechnen. Und dass wir natürlich jetzt heute oder in der Folge natürlich schon in der Ruhmeshalle sind, hätte ich es auch nicht gedacht. Aber hey, ist okay. Was wir haben, ist Hammer. Und ich habe ja schon gesagt, ich würde schon gern schnell vorankommen. Denn alles, was wir haben, bringt uns näher an das klassische Let's Play. Gut, was ich jetzt natürlich machen könnte, wäre auch schon mal, dann, weil oben steht ja trotzdem nächstes Kapitel, dass das einfach mal freigeschaltet ist, oder? Das können wir ja schon mal machen, das ist ja nicht schlimm. Dann haben wir das immerhin abgehakt, dann können wir das schon mal für die nächste Folge freischalten.
Oder soll ich das in der nächsten Folge... Nee, komm, ich mach das in der nächsten Folge. Aber ich würde, glaube ich, trotzdem in der nächsten Folge dann schon mal als Teaser den Goliath freischalten. Aber in der Folge noch nicht. Ah, so. Jetzt fragen Sie sich, warum. Das hat einen Grund, aber den werde ich jetzt nicht ausführen. Das ist ein Geheimnis. So, auf geht's. Dann gucken wir doch. Machen wir doch nochmal die Stories, die finalen Missionen. Und die, ja, Kapitel, die wir halt nicht gemacht haben. Mal gucken, wie wir die dann machen. Schließen wir doch mal die V10-Geschichte ab. So, genau. Das letzte ist nämlich jetzt frei. Szene nach dem Abspann. Okay, ich bin gespannt. Das ist eine Post-Credits-Szene und laut Aufnahmeplan will Victor euch beide. Uns beide? Er weiß nichts von mir, stimmt's? Ja, ach. Ich denke schon. Oh. Szene 121a, die zwei Alexe, Action! Hey, wie wär's, wenn wir dieses Mal ernst machen? Du kennst die Antwort. Wir sehen uns im Ziel. Oh ja, genau darauf haben wir hingearbeitet. Das Innere manifestiert, der Konflikt real, das Ergebnis unvorhersehbar. Mein bisher größtes Werk. Gerissener Gauner. Okay. So, aber uns geht es natürlich nicht um ihn zu schlagen, den haben wir eh schon komplett abgehängt. Uns geht es natürlich darum, im besten Falle die drei Sterne mitzunehmen. Ich frage mich wieder, sind das wirkliche Checkpoints? Oder kann ich einfach fahren, wie ich will? Ja, es sind tatsächlich Checkpoints. Okay, ich habe nichts gesagt. Weil ich denke so, ja, da kann ich ja super abkürzen da vorne. Okay, dann haben sie jetzt hier mal ein bisschen Karte an. So. Das wird dann aber super knapp, oder? Das gerade so richtig einschätze. Das wird knapp. Das wird super knapp. Aber den Sprung nehme ich trotzdem mit. Weil ich es kann. Hui. Cut und fertig. Damit sind die Dreharbeiten jetzt hoffentlich beendet. Also, Victor hat mich gefragt, ob ich bei seinem Remake von Rendezvous mitmache. Er kennt wohl unser Ding aus Edinburgh. Das ist eine Riesenchance. Danke, Jungspund. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Es geht um Zwillinge, die das Verbrechen bekämpfen. Mit Autos? Super. Erzähl mir mehr. Alle Dialoge, ne? Die Dialoge. Also ihr wisst ja, ich halte ja immer die Klappe, wenn die was sagen. Oder ich versuch's zumindest. Manchmal gelingt's mir auch nicht. Aber manchmal denke ich auch so, warum halte ich eigentlich die Klappe? Weil so geile, was ich da erzähle, ist es jetzt auch wieder nicht. So, das ist aber cool. Da haben wir das ist nämlich abgeschlossen. Das heißt, wir könnten jetzt auch das nochmal machen und dann die eine Mission machen, die wir noch nicht gemacht haben. Dann hätten wir das immerhin schon mal, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Oder wir machen einfach nochmal eine finale Mission und machen das dann irgendwann anders oder so. Ich meine, wir müssen auch noch die Testfahrten und so machen. Das würde ich aber dann nach dem Goliath vielleicht angehen, dass wir das dann in den Folgen nochmal ein bisschen machen. Also wir haben auf jeden Fall noch genug zu tun. Wir sind auch so viele Rennen noch nicht gefahren und. Wobei, ich denke, dass ich die Rennen... Hey, hier ist Frankie. Frankie Beaumont. Du bist damals in einem Film in Großbritannien ein paar Stunts gefahren. Die Leute sagen, wir ähneln uns. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Okay, jetzt ist der Dialog von ganz am Anfang. Ich denke gerade, hä? Wir kennen uns doch. Was wollte ich sagen? Genau, also ich werde nicht als Bedingung jetzt irgendwie machen, okay, ich will erstmal alle Rennen gefahren haben und dann geht's, oder alle PR-Stunts gemacht haben und dann sollte die Let's Plays so klassisch losgehen, wie ich es ja schon lange ankündige und geplant habe. Weil Rennen werden wir ja noch mehr als genug dann fahren. Also ich denke mal, wir werden dann relativ zügig, nachdem ich wahrscheinlich die ganzen Stories dann wirklich abgeschlossen habe, dann auch schon starten mit dem sogenannten klassischen Let's Play. Und vielleicht habe ich ja auch dann bis dahin schon eine Teststrecke oder so. Muss ich mal gucken.
Das kann ich noch nicht so genau sagen. Vielleicht fahren wir aber auch erst ein bisschen ein paar Rennen und ich lerne auch die vorhandenen Strecke schon so ein bisschen kennen. Ich glaube, ich nehme kurz die Blitzerzone mit. Auch wenn ich jetzt ein bisschen zu sehr abgebremst habe zwischendrin, aber egal. Hat es gereicht. Nee, also ich glaube, vielleicht machen wir auch erstmal ein paar Rennen so ohne Teststreckenzeit noch. Und dann kommt die Teststrecke so ein bisschen später, wenn ich auch ein bisschen Rennerfahrung gesammelt habe. Und dann reiche ich natürlich die Zeiten der vergangenen Autos nach oder so. Mal gucken. Ich meine, ich muss ja noch ein paar Häuser kaufen und so. Also gibt ja noch ein bisschen was zu tun, so ist es nicht. So, da haben wir natürlich diese 3 Sterne nicht geschafft. Und wir haben halt die Szene hier nicht gemacht. Deswegen würde ich sagen, machen wir die mal. Und dann können wir das eine vielleicht auch noch machen, so als on top. Dann haben wir das halt erledigt. Und ja, dann machen wir auf jeden Fall aber weiter. Victor hat diese Szene mir überlassen. Er arbeitet an etwas Neuem fürs Ende. Und das macht mir Sorgen. Wie auch immer, leg los, Frankie. Ziehen wir es durch. Ha, da hat er noch gedacht, ich bin der Frankie. Impro-Szene, Strandrennen. Action! Da sind Türme am Strand. Weich ihnen aus und halt dich von den Häusern fern. Sonst müssen ein paar Leute sie digital entfernen. Bild für Bild. Nein, nein, nein. Das war ein Fail. Genial, Jungspund! Frankie, keine Ahnung, wie ich auf Jungspund komme. Er hatte die Ahnung, er hatte die Ahnung. Oh nein, als ob. Komm, wir verlassen einfach den Strand. Machen da einfach auch selber unsere Fähigkeiten. Ich mache einfach mal vielleicht auch einfach dafür die Fähigkeiten mal wieder an. Nein, das will ich gar nicht. Wo sind sie denn so? Ein bisschen fehlt Bums in der Kiste, wenn ich ehrlich sein darf. Nee, aber das wird echt fantastisch. Also die letzten Folgen, überhaupt die ganzen Folgen, natürlich habe ich die schon, ich glaube, das wird dem einen oder anderen schon sein, auch ein bisschen durchgehasselt. Ich habe es aber auch immer wieder betont. Ich habe halt einfach ultra Bock jetzt drauf gehabt und ich bin halt einfach höchst motiviert, da dieses Let's Play einfach zu was ganz, ganz Besonderem zu machen. Und deswegen, dieser Story-Part war für mich von Anfang an irgendwie klar, dass das nur ein Teil sein wird, dieser ganzen Geschichte. Und jetzt, wo ich so auch spüre, okay, jetzt ist so ein Ende in Sicht von dieser ganzen Sache, dann freue ich mich jetzt halt umso mehr, die Arbeiten für... ja, Multiplayer-Projekte für eben zum Beispiel vielleicht dann auch bald eine kommende Teststrecke umzusetzen. Und ach, das wird einfach super. Ich bin einfach voller Euphorie und voller Vorfreude. Gut, die nächsten Tage werde ich vielleicht auch meine Stimme ein bisschen schonen. Ja, die habe ich gut genutzt, auch wenn ich zwischendurch immer mal wieder die Klappe halten durfte. Aber ja, ich glaube, hoffe im Großen und Ganzen, dass du auf jeden Fall mit den vergangenen Folgen und natürlich auch jetzt dann mit den zukünftigen Folgen ganz, ganz viel Spaß hattest und haben wirst. Deswegen natürlich auch immer die Bitte, gerne, gerne Feedback in die Kommentare. Aber ich wiederhole es, glaube ich, zum quadrillionsten Mal. Das ist erst der Anfang. Das ist einfach quasi das Vorgeblenk. Ich meine, diese Story, die Horizon Stories oder halt, oder was heißt Stories, die Kampagne, sage ich jetzt mal, die Karriere, war ja immer nur ein kleiner Teil in diesen Let's Plays. Und ich glaube, in dem Teil war er mal ein bisschen größer. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also in Horizon 4 war man da deutlich schneller quasi an dem Punkt angekommen. Gut, der Aufbau war dann natürlich ein bisschen anders, aber das tut ja nichts zur Sache. Ich bringe das Material zu Victor. Warte, bis er sieht, was der Superstar, Filmstar, drauf hat.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, dann machen wir die eine Mission jetzt trotzdem nochmal als kleinen Bonus. Kennen wir natürlich schon, aber dann hätten wir alles auf 3 Sterne geschafft. Dann hätten wir das zumindest mal abgeschlossen. Das ist doch auch cool. Was hier? Achso, das End of Road. Ich dachte gerade, was ist hier los? Gut, den Spin nehme ich natürlich mit. Vielleicht habe ich mal wieder ein bisschen Spin-Glück. Ja, ein MG Metro, da sage ich nicht nein. Das ist cool. So, und dann machen wir jetzt, wie gesagt, die eine Mission noch. Ah, jetzt wird es auch angezeigt hier. 2 von 3, weil eben halt eine Mission nur mit 2 Sterne war. Aber dann sehen wir auch, was wir schon komplett haben. Sehr cool. Das wird bei der Watcho-Geschichte nochmal cool werden. Ich denke mal, das wird auch nochmal fast eine ganze Folge sein, wo wir dann die ganzen Alternativ-Watcho-Geschichten machen. So, das machen wir jetzt aber nochmal zum Abschluss dieser Folge und dann geht's in der nächsten Folge zurück zur Straßenszene. Bleib auf dem Abschnitt im Fluss und überschlag dich nicht, Frankie. Das kann ich mal, was habe ich denn da falsch gemacht, dass ich das nicht geschafft habe zeitlich? Szene 23, Matt Alex, Action! Das ist Alex' letzte Chance. Ohne diesen Wagen könnt ihr das Dimensionsportal nicht aktivieren. Es wird Explosionen und viel digitales Zeug geben. Aber die Wahrheit... Ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal nicht im Fluss. So, ich glaube, das ist... Lass mich das ist ja völlig egal, oder? Dass ich, wenn ich jetzt das Gelände wird hier rau, aber zieh trotzdem durch. Drück drauf! So, okay, jetzt geht's ja noch gar nicht um die 3 Sterne, stimmt. Jetzt ist eh egal. Jetzt geht's ja nur darum, innerhalb von 5 Minuten dahin zu kommen. Ich fahre jetzt einfach mal eine Alternativroute, ist ja auch egal. Das mit 3 Sternen war was anderes. Genial! So einen Fahrstil habe ich hier lange nicht gesehen. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, welches Auto ich fahren soll bei Straßenszene-Finale. Alex Kummels innere Zerrissenheit und Weg durch das Widerstandslager. Grandios, Frankie, grandios! Du hast die Rolle voll und ganz verstanden. Ja, absolut. Coolsten wäre natürlich irgendwie so ein aufgetunter JDM. Andererseits habe ich da auch ein anderes Auto noch im Blick, was es eher ein Sportwagen ist als ein Tuner. Aber ein Tuner wäre eigentlich schon nice. Ach, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich nicht, was ich fahren soll. Du wirst es sehen in der nächsten Folge. Man kann es Victor fast nie recht machen, aber ihm gefällt dein Fahrstil, Frankie. Bereit für die nächste Einstellung? Absolut. Let's go. Szene 25. Einer flog über das Kobold-Nest. Action. Okay, das war Straße bleiben und 1,50 schaffen. Jetzt muss Alex Kobold fliehen. Nicht vor Aliens, sondern vor einer Phantasmagorie aus Angst und Zweifel, die bis in die Kindheit zurückreicht. Keine Ahnung, was eine Phantasmagorie ist, aber ich habe einen Rallye V8 ins Bild gezaubert. Also gib Schub. Barrikaden und Rampen voraus. Tempo halten. Gleich scharf abbiegen auf eine gewundene Straße. Okay. Können wir da vorne nicht einfach abkürzen? Oder, ah ne, ich glaube, das ist so ein Felsvorsprung wahrscheinlich, ne? Wenn ich hier nämlich jetzt abkürze, spare ich mir ja scheiße viel Zeit. Ne? Ein bisschen konnte ich ja von der Uhr nehmen, ist so alles okay. Sollte das auch vielleicht easy machbar sein. Jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen. Langsam ist da, habe ich den Counter ziemlich gut nach unten gesetzt. Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Keine 10 Sekunden mehr. Jetzt muss ich doch ein bisschen penibel auf die Strecke achten. Ja, aber jetzt passt es natürlich easy, weil ich da gut abgekürzt habe, aber ich glaube fast, dass man das fast schon so machen muss. Wo hast du bloß gelernt, so zu fahren, Frankie? Tja, wo habe ich das wohl gelernt? Das ist jetzt die Preisfrage. Als hätte ich das schon mal gemacht. Habe ich auch. So, ich hoffe, diese Dreingabe mit der Story war euch jetzt recht, nachdem ja das mit dem Juggernaut so dann doch eine kurze Sache war irgendwo. Aber dadurch ist es jetzt erledigt.
Dadurch haben wir das jetzt alles auf 3 Sternen gemacht. Das müsste jetzt eigentlich auf der Karte auch so angezeigt werden. So ist es, 3 Sterne. Ja, und dann, um da gleich alle Filter nochmal reinzumachen, wie gesagt, geht's dann nächste Folge zurück zur Straßenszene. Da gehen wir dann direkt den Marathon an. Und ja, dann gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Und dann werde ich natürlich da auch relativ schnell den Goliath freischalten. Und wenn wir den Goliath dann gefahren sind, dann werden wir auch die letzten Stories noch so angehen. Ich würde dann sagen, da gehen wir auch mal rein in die Testfahrergeschichte. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Wir haben, oder ich habe die ja ein bisschen liegen lassen. Ich habe die ja damals bei Apex gemacht und dann nicht mehr. Da werde ich vielleicht sogar 2 Folgen oder so mitfüllen können. Und dann sind wir so langsam aber so weit zu sagen, hey, wir haben jetzt eigentlich alles Notwendige erstmal storytechnisch abgeschlossen. Alles andere, wie Rennen fahren, Strecken, PR-Stunts, können wir auch ganz, ganz gut ins normale Let's Play integrieren. Gut, die Tafeln und so weiter, das kann man vielleicht mal in einem Stream oder so machen. Aber mal so ein bisschen was anderes, weg vom Schuss. Die Multiplayer-Geschichten sowieso, wie Eliminator und so weiter. Also, das wird. Wir haben eine Menge vor, auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du hier Teil unserer Community bist. Und vielleicht sogar auch ganz frisch Teil unserer Community bist. Oder auch schon länger dabei bist. Das ist völlig egal. Herzlich willkommen auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich bin jetzt aber raus mit dieser Folge und dann hören wir uns in alter, neuer Frische wieder. Und dann steht er an. Der Marathon. Ich sage tschüss, bis dann. Ciao.